Hey liebe GTA 5 Freunde, willkommen zu einem Next-Gen Easter Egg Video. In der Next-Gen Version von GTA 5, eben für die PS4 und Xbox One, könnt ihr nun nämlich auch die Rolle von verschiedenen Tieren annehmen und zum Beispiel mit einem Vogel die Lüfte unsicher machen, als Kuh durch die Gegend laufen oder als Wildschwein durch die Stadt hüten. Dies ist möglich durch die in der Spielwelt versteckten Peyote. Davon gibt es insgesamt 27 Stück und bisher wurden aber nur 2 davon entdeckt. Den ersten findet ihr auf dem Mount Chiliad bei diesen Fahnen hier. Wenn ihr diese Droge schluckt, dann werdet ihr, ich glaube, nach dem Zufallsprinzip entweder einer von verschiedenen Vögeln oder ein Huhn. In meinem Fall wurde ich zur Taube. Nun kann man mit dieser Taube eben durch die Gegend fliegen und sogar auf andere Leute runterscheißen. Das ist nämlich die besondere Fähigkeit von der Taube. Ihr müsst aber aufpassen, denn sobald ihr irgendwo dagegen fliegt, hat die Halluzination ein Ende und ihr spielt wieder ganz normal als Franklin oder Michael oder Trevor weiter. Bedenkt auch, dass das pro Spielstand nur einmal möglich ist, also wenn ihr einmal dieses Ding eingesammelt habt, dann könnt ihr dann nicht nach einer Zeit wieder herkommen, denn das wird nicht respawnen. Nummer 2 befindet sich bei dem Baseballplatz in Los Santos. Diesmal könnt ihr entweder zu einer Kuh, einem Wildschwein oder zu einem von verschiedenen Hunden mutieren. Ich habe hier leider die Kuh erwischt, die wohl am langweiligsten ist, weil man mit ihr nur durch die Gegend laufen kann und Leute umrempeln kann. Mit den Hunden kann man zum Beispiel auch Leute anfallen und sie niederbeißen. Auch dieses könnt ihr nur einmal pro Spielstand eben aufnehmen, aber ihr könnt ihr einfach davor speichern und dann immer wieder den alten Speicherstand neu laden. Wie gefallen euch diese neuen Easter Eggs? Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, dass Rockstar da wirklich ein paar neue Geheimnisse ins Spiel eingebaut hat. Es sind natürlich noch einige Payouts über, die gefunden werden müssen und da werde ich dann natürlich, wenn sie gefunden werden, auch wieder ein Video dazu hochladen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Meinung zu diesem neuen Easter Egg in die Kommentare und auch vielleicht eine Vermutung, was passiert, wenn man alle 27 eingesammelt hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch auch gerne eine Bewertung da. Gut, dann bis zum nächsten Video. Euer Sionshow. Tschüss.